Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute werfen wir den ersten Blick auf ein ganz spezielles Notebook aus dem Hause Asus. Das ZenBook Pro 14 in der Variante UX480FD. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, das Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. In puncto Design überzeugt das ZenBook Pro auf ganzer Linie. Das schwarze, kreisförmig gebürstete Aluminium sieht in Verbindung mit dem Asus-Logo sehr edel aus. Auch der kupferfarbene Streifen an der Basiseinheit trägt zu diesem positiven Ersteindruck bei. Außerdem fühlt es sich sehr hochwertig an und wirkt stabil. Die schmalen Bildschirmränder und auch das äußerst schlanke Design mit einer Höhe von 18 mm und einem Gewicht von 1,6 kg können uns überzeugen. Das Look and Feel des ZenBook Pro 14 ist also sehr gut. Unser Testgerät verfügt über ein 14 Zoll großes Display mit einer Full-HD-Auflösung und einer Webcam, welche trotz der dünnen Ränder oben verbaut wurde. Außerdem gibt es ein zweites Display, das 5,5 Zoll groß ist. Dieses wurde ins Touchpad integriert, weswegen das Touchpad hier auch Screenpad genannt wird. Die Basiseinheit hält außerdem noch die beleuchtete Tastatur bereit. Eine Besonderheit beim ZenBook Pro ist das Scharnier, das beim Öffnen die Basiseinheit hinten etwas anhebt. Dadurch wird ein ergonomischeres Tippen ermöglicht. Drehen wir das Notebook, finden wir auf der rechten Seite einen USB 2.0-Anschluss, einen Micro-SD-Kartenslot und die Audiobuchse. Demgegenüber wurden sowohl der Anschluss für das Netzteil als auch ein USB 3.1 Typ C und Typ A Anschluss sowie ein HDMI-Port verbaut. Damit ist unser Unboxing auch schon wieder vorbei. Ausführliche Informationen zum ZenBook Pro 14 folgen wie immer in unserem Testbericht.